Das Foul war jetzt für mich keine rote. Aber das würde sich jetzt ordentlich ärgern. 10 Sekunden später bin ich gelb-rot gegangen. Aber das ist ein Alarm. Und dann zum Schluss war noch ein Lattenkracher bei dir dabei. Also, von dir dabei. Na, Fulham muss ich sagen, boah, ist schwer anzuschätzen. Die sind eigentlich vorne recht effektiv. Manche Spieler sind da echt stark vorne. Aber irgendwie zieht sie nicht die ganze Mannschaft an einem Strang, so gefühlt. Das kenne ich irgendwie schon. Betis. Also ich glaube, Fulham wird entweder unten mitspielen. Man, wie gesagt, ist am Anfang halt, man kann jetzt noch nicht so viel sagen, aber entweder, also ganz oben werden sie nicht mitspielen, wenn sie so weitermachen. Das sehe ich jetzt schon. Das da habe ich schon gesehen, jetzt habe ich ja schon bald gespielt. Erstes Spiel und da habe ich viel besseres Feeling mit anderen schon als mit denen. Wie gesagt, sie sind nicht schlecht, aber manchmal ist das jetzt eh träge, das Spiel. So, auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zurück. Es hat eigentlich noch nicht richtig begonnen aufgrund eines Internetausfalles. Habe ich keine Ahnung, was jetzt gestreamt worden ist und was nicht. Eine Veränderung gibt es hier. Okay. Na Lauren, ich weiß schon. Na Lauren, Schiebung, Alter. Ich hätte es ansehen sollen. Mit drei roten. Einer, zwei. War bei mir, einer bei dir, was? Und jetzt falle ich auf den billigen Trick nicht ein, gell? Gehen wir mal in den Ball. Nein, das war ja wie. Ich glaube, da war schon 8 Minuten gespielt und ich habe den Ball gehabt. Ja. Boah. Aber wirklich, ich hab den Start-Button gedrückt, es hat sich nichts getan, ich konnte nicht auswechseln und gar nichts. Gut, ich habe mich einmal versucht zu wechseln, also schnell wechseln gemacht. Boah. Einmal. Ja, der ist bei mir auch nicht gegangen. Er hat ihn mir angezeigt, aber ich habe nicht X drücken können. Alter. Ah, nicht viel besser. Was für ein Lachen? Was für ein Lachen, Alter? Okay. Einen habe ich noch dann. Also gut, geben wir eine Chance, das kann ja passieren. Du, jetzt hätten wir wieder den Ist-Zustand hergestellt fast. Vom ersten Match. Deinen schon. Meinen schon. Den machen wir auch noch. Alter. Ich seh schon den ersten Transfer. Ich glaube, den kann ich nicht mehr zu hoch ansetzen, den Transfer. Weil er in der zweiten Liga dann nicht mehr so viel darf. Alter! Da kann ich ja gleich. Das gibt's nicht.
Da kann ich ja gleich einen Feldspieler reinstellen, Alter. Alter, was? Alter, das war ja. Nein. Groß angekündigt, eine Änderung gibt es. Gut, ich schau dir mal. Ja, Fulham könnte in der ersten Reihe jetzt doch noch anfangen. Wenn es so weitergeht. Boah, der war schön. Naja, so Betis. Ein Torwartproblem, würde ich jetzt mal sagen. In den ersten zwei Runden. Alter. Schön. Wie geplant. Karma meint es nicht gut mit mir, Alter. Ja, schön. Musste er sich nur warm spielen, der Goalie. Das muss er aber teuer zu stehen gekommen, 2 Tore auf seiner Kappe. Und im zweiten kann man ja vielleicht noch sagen, da hat der eigene Verteidiger ihn weggeschoben, oder? Boah. Nein. Was ist das für ein Fake hier? Also kann man besser ins Spiel. Ja. Jetzt aber. Jetzt kannst du ihm das Tor eintragen. Ich habe nur das Tor wieder weggenommen. Austragen habe ich nicht. Ich habe ja gewusst, das war eine Vertrauenssache. Also du weißt, ein Kanal ist, der schießt Tore. Der kann alles. Der kann alles. Der kann alles, ja. Na gut, 1-3. Ja, Fulham darf sich halt nicht ausruhen auf diesem Ergebnis. Ja, merkt, Betis ist noch immer sehr gefährlich.
Oh. Absatz, oder? Das war jetzt unabsichtlich. Ein unabsichtliches Absatz? Also ich glaube, von hier kann man nicht viele Spieler scouten, derweil aus seinen. Und Daumen. Ja, Bates ist ganz klar eigentlich sogar Statistik da. Weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Dass wir vielleicht auch machen könnten, so eine Liste von Spielern, die wir quasi auf eine Transferliste setzen würden. Was? Na, Spieler, die wir auf eine Transferliste setzen würden. So quasi, wie ich setze im Winter zum Beispiel. Ah, ich verstehe schon, was du meinst. Bravo auf die Transferliste oder so. Das ist nur so eine Idee. Oh. Das war abseits. Nein, ich glaube nicht. Nein, spiel ihm den noch zu. Boah! Boah! Aber jetzt hat er sich auszeichnet. Jetzt hat er einen Job gerettet. Puh, also. Ich glaube, ich gebe ihm noch eine Chance. Ah, lecken, Alter. Ups. Diesmal bin ich auch einen Schritt weiter als in FIFA 21 noch. 21? 20. Im letzten FIFA. Ich hatte überhaupt keine Schnellwechsel gemacht. Habe ich aber auch nicht immer. Nur bei einem Spiel, wo ich mir 100% sicher bin, dass wenn der geht, dass wahrscheinlich der nachkommt. Oh. Ja, halber Fuß weg. Sag schon. Wir haben keinen Plan. Und ich bin da. So, Doppelwechsel. Oh, Alter. Boah. Alter.
Iglesias. Mit dem Stürmer werde ich jetzt auch noch nicht so ganz warm. Ja, über 90 Minuten, wenn das so weitergeht, hat Fulham das nicht verdient. Muss ich ehrlich sagen. Alter. Bist du da? Das Spiel nicht komplett die Leistung, oder? Aber komplett, oder? Das ist schon. Schön. 10 Minuten offen. Alter. Schön. Schön. Jetzt war es. Mitrovic. Servus Flo. Aber Koffer stark ist auf jeden Fall. Ja. Das ist jetzt jeden Koffer gewonnen. Wobei nur der nur um eine Kopfballstärke quasi stärker ist als. Oh. Als, ne? Boah, schön. Das ist doch Kossi. Gut, aber der hat auch nicht viele Flanken gehabt, oder? Also. Ja, stimmt. Man ist mir jetzt nicht aufgefallen. Letztes Mal aufgefallen. Ja, zu spät leider. Oh, Alter. Schön ausbessert noch. Alter. Bist du ehrlich dabei bei diesem E-Sports-Event, Flo? Samstag? Ja, nicht ganz so verdient, aber der erste Sieg für Fulham
ist da. Somit muss Sevilla noch auf den ersten Sieg warten. Zu ineffizient würde ich jetzt einmal sagen und zu viele Anfangsfehler kostet ihnen da wahrscheinlich sogar den Sieg. Weiter geht's mit Aston Villa gegen Celtic. Ja, beide punkteten. Aston wieder sogar einen Dreier geholt. Celtic nur einen Punkt. Da haben wir beide damit noch ungeschlagen. Na ja, aber jetzt hat er mich fast gar nicht erinnert. So, da muss Minx pausieren. Du, Minx muss pausieren, gell? Okay, dann sehen wir auch schon einen möglichen Dings für Transfers. Einen möglichen. Schauen wir mal, wie er sich anstellt. Aber danach gibt es schon gar keine mehr. Ja, schön. Schön! Bailey! Drama schon im ersten Spiel. Arsch, keine Chance für Arthur. Voller Wucht, erste Möglichkeit gegen Tor, das ist natürlich gut. Ja, es war voll hart. Alter. Okay. Ja, aber erst wieder war schon effizient gegen Chelsea. Alter. Ja, Celtic unter Druck. McChin! Schöne Tore hier auf jeden Fall. Da war nämlich genau ein Säcker da. Könnte sogar schon das erste Tor sein zur Auswahl. Ja, könnte man eigentlich schon nehmen. Man weiß, was noch kommt. Ja, gut, 13 Minuten gespielt. Streichen kann man dann immer noch. Ja, streichen kann man immer noch. Schreibst du das mit oder soll ich das mitschreiben mit dem Kabel? Kann ich mitschreiben dann? Was? Wenn. Warte mal. Machen wir das dann in der Pause oder so dann, dass ich mir das mal aufschreibe. Okay. Sch
Tschüss, oder? Ja, Aston wieder mit viel Druck hier. Celtic kommt eigentlich gar nicht raus. Alter. Alter. Danke. 3-0. Unglaublich. Oh ja, stimmt, wenn wir so weiterspielen. Oh. Schön. Warum nimmst du denn dir doch mal? Boulet. Ja, dann geht der nicht voran. Alter, wohin passt du? Ciao. Boah, das war sehr grenzwertig, würde ich sagen. Oh ja. Ich glaube, das war, weil beide in die Luft gesprungen sind, dass mir das nicht geahndet hat, aber. Das war jetzt ein Elfer, muss man nicht geben, gerade auf meinen Stand von 13-0. Nein! Weil beide gesprungen sind. Mhm. Sind beide zu. Aber hart wirkt auch nicht als sicherstes, als sicherster. Und beim Rausgehen überhaupt nicht. So auf der Linie hat er schon ein paar Mal gut gehalten, aber jedes Mal, wenn er rausgegangen ist, nicht. Puh. Also ist schon Pause. Ja, Aston Villa ist sehr, sehr stark.
Ja, stimmt, Flo. Somit spiele ich es wieder aus. Okay. 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 Nein. Sorge, danke. Weiter. So cool mit diesem Torjubel. Also mit dieser Tormusik. Das habe ich gar nicht aus eingestellt. Schade eigentlich, dass es nicht jedes Team hat. Oh. Na, schön. Wobei ich glaube, der letzte Pass war unnötig. Da war mal der Goalie aber schon irgendwie zu nah. Das ging jetzt schnell. Ein Patzer und ein gutes Spiel der Schoten. Jetzt wollte ich fast sagen, der Iren. Bist du Genau. da gut? Da jetzt knallt, Alter. Sag niemals zu einem Schotten ihre. El Capitano McGregor kassiert die gelbe Karte. Na, Maeda hat den Schwung gebracht. Danny Ings, der Mann, der auch schon Champions League Erfahrung hat. Kam gerade ins Spiel. Ja, starkes Spiel von Coutinho, gut gesehen, dass da Ings in den Raum rennt. Ja, starkes Spiel, starker Pass hier. Das hält die zweite Halbzeit besser, aber auch individuelle Fehler jetzt.
Coutinho. Alter. Ups. Ist er verletzt, gehen wir gleich nochmal eine drauf. Ja, gute Spiele von Coutinho. Auch von ihm ist sehr, sehr viel offensiv gegangen. Ich muss generell sagen, also er ist wieder für mich verdient. Also, machen sehr viel fürs Spiel. Nämlich nicht nur jetzt, sondern auch schon, Alter, sondern auch schon gegen Chelsea, ne? Ja. Versuchen da wirklich das Spiel an sich zu reißen. Das machen sie ganz gut. Ja. Ja, schönes Spiel. Ja, schönes Spiel, Celtic auch gut zurückgekommen, dann leider wieder eingebrochen. So, AC Milan gegen Tigres. Okay, trotz ja, hat was nicht gefunkt. Was später ja. Ja, das Jahr habe ich immer spät angekreuzt. Bis jetzt noch kein Dotto Green gemacht.
Ja, Tigers, die haben ja gut überrascht, holten sich den ersten Sieg, Milan spielte unentschieden. Natürlich auch hier vom Namen her Favorit gegen die Mexikaner, würde ich jetzt mal sagen. Ibrahimovic. Bin gespannt, ob der wirklich nochmal kommt. Ich glaube nicht. Ja. Ja. Upsi. Schön durchgegangen da. Ja. Rechtsverteidiger mal. Wütend eher auch nicht so eine Karten. Oh, Verletzung. Kalulu muss raus. Ja, so wechselst du ihm aus. Nur wenn er verletzt ist, wenn er Kalulu ist. Na, gut gespielt, aber das war ja schon aufgefallen. Im ersten Spiel. Da ist man leider auch schon auf von dem ersten Spiel. Der Goalie, gell? Ja. Das war mal groß, glaube ich, oder? Oder wirkt der nur so groß? Boah. Schön. Ja, aber jetzt hat er so lange runtergebracht. Ja, das war auch schon ein Spiel. Rein! Erstes Tor. Alter. Wie viele Beine waren da jetzt, Alter? Nein! Weg. Stabbert, das kann man jetzt nicht einmal nachkommen, Alter. So nah oder was? Aber irgendwie, ich habe das Tor nicht gesehen, wie ich abgezogen hab.
Alter. Mensch. Trotzdem schöner bei die von beiden. Der muss warten auf sein erstes Tor hier in der Liga. Alter. Schwer. Ich glaube, wir lassen es noch so. Um jetzt ein bisschen Bildungsauftrag zu betreiben, der Torwart ist 1,93 Meter groß. 1,93 Meter. Und kann sein, dass er vielleicht im nächsten FIFA nicht mehr mitspielt. Wieso? Weil er schon 36 ist. Na gut, aber für den Torhüter vielleicht. Ja, eh. Nein! Kicknack. Ja, er muss weiterhin warten. Auf sein erstes Tor. Erster Wechsel bei dem AC Milan. Ja, Gutsmann. Ah, das gibt's ja nicht. Der klopft gewaltig am Tor.
abschließen. Kann er fallen? Das gibt es nicht, oder? Oh, was war das? Was meinst du, Flo? Ach so, ja, aber das sind doch die Schüsse, die man am, die doch am effektivsten sind. Das gibt's doch nicht. Das ist doch recht, am effektivsten ist der, der ins Tor geht. Ja, Tigres gehört die zweite Halbzeit. Oh, stark. Oh, starker Ball. Oder? Oh, da war ganz wasch. Nein, Alter. Eins hätten sie sich verdient, Alter. Alter.
schon. Yes. Ah, so meinst du das, Flo? Okay, verstehe. Stimmt, dann ist es ineffektiv. Ja, ich würde sagen, verdienter Ausgleich. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Na, jetzt habe ich noch was umgestellt, aber dann hat er viel gebracht. Kann man sehen, das ist schon 91 so. Ja, 1 zu 1. Somit bleiben beide noch ungeschlagen. AC Milan wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg. Und Tigres scheint durchaus hier gewillt und bekannt zu sein, dass sie hier oben mitspielen wollen und nicht unten. Gut gesprochen. So, Rangers gegen Lille. Beide unentschieden gespielt. Beide warten ebenso auf den ersten Sieg wie auf die erste Niederlage. Ich hoffe mal, dass es für die Rangers der erste Sieg ist. Lille die erste Niederlage, dann werden alle glücklich und. Na, alle nicht. Warum nicht? Warum du nicht? Bei einer Niederlage von Lille? Nee, warum nicht? Na gut. Na gut, dann sind alle glücklich. Mit der Niederlage profitiert vielleicht ein anderes Team. Von dir. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwo und irgendwann fange ich da mal an. Ja, ja. So, beide warten, wie gesagt, auf den ersten Sieg. Rangers warten generell auf das erste Tor. Ich glaube, die haben gegen Milan sogar unentschieden gespielt, oder? Das wäre mein zweites Tor gewesen für die Auswahl. Heute. Wow, schön, ja. Kamera. Schön. Boah, so gut. Super, danke schön. Hi, hey, aus dem Nichts jetzt. Alter. Da legst du sie nieder.
Nein. La 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 Bamba. Oh, da haben wir zu. Na. Ja, ein Wechsel ist doch noch geplatzt von einem Großen hier in der Champions League. Jetzt spielt er doch noch hier wieder. Fonte ist wieder bei Lille. Wo war der hingegangen? Den hast du irgendwo hingeholt. Keine Ahnung jetzt. Müsste man nachschauen im Buch. Warte mal, ich hab für die Spieler geholt. Aber zögere doch nicht so lange, pass einfach! Oder? Nein! Okay. Was machst du? Okay. Alter. Wow. Hat er denn jetzt echt noch was? Nein. Echt noch verdribbelt, Alter. Okay, was war jetzt? Aber jetzt nicht zurück. Was meine? Okay. Bist du deppert, Alter, und da nicht einmal eine Karte? Kurz in die Zeit nicht noch. Schön.
Letzte Frage, habe ich jetzt den Goalie blockiert oder war das so dumm? Oh, 2-0 für die Rangers. Ist das nicht so ganz verdient, würde ich sagen. Ja, stimmt, von daher schon. So, ja, wenn das muss jetzt. Im Mittelfeld schon, meinst du? War das ein Pass? Was machst du im Mittelfeld? Na, Flo. Meint, ich bin oft zu passiv beim Attackieren schon. Alter. War wichtig. Scheiße. Oh, völlig abfischt. Nein. Oder? Okay. Läuft bei mir. Was schick ich bin. Ja, Lilith auch fehlt zu dieser der letzte entscheidende Pass. So gefühlt jetzt im Match. Sie sind kommen immer stark vor das Tor und dann fehlt einfach dieser letzte Pass. Rangers, wie gesagt, offensiv nicht so. Das wäre vielleicht jetzt effizienter, aber. Oder? War der Tor eigentlich so ein bisschen geschenkt? Oder da war ja ganz was. Nein! Wow. Oh. Mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass der den noch auslässt. Ich glaube, er hat ihn noch nicht einmal gehabt. Ich glaube, er hat ihn ja nur geblockt.
Yilmaz. Genau, die Franzosen. Aber noch Schlimmes bei PSG irgendwie. Schön aus der Drehung. Jetzt geben wir mal Karten erst. Alter. Alter, eigentlich. Okay. Was denn? Ja, wenn ich jetzt eigentlich dumm, eigentlich das Foto schon auflösen kann, dann wird das das eigene Foto. Danach. Boah, schön. Und tschüss. Aber jetzt ein bisschen Befreiung vielleicht für die Rangers. Wieder mal. Oh, was macht er? Oh, du hast die Beine. Nein, der kriegt er nicht unter Kontrolle. Nein. Nein. Boah, gerade noch dazwischen. Jetzt zieht er aber eigentlich was da hinten. Oh Gott sei Dank. Was? Okay. Aber eigentlich habe ich das Glück gehabt, dass du da oben den nicht schon gepasst hast. Weil der war ganz weit da oben. Der war da ganz allein aus Stolz werfen. Aber das hatte ich jetzt auch nicht als Folge. Na? Ja. Ist ja nicht so ganz unverdient.
Last Minute Goal. Und Lilly sichert sich den Punkt. Okay, du meinst einmal früher abziehen. Puh. Ja, da darf, kann sich wenigstens und darf sich wenigstens eigentlich gar nicht auch beschweren. Das war zu wenig. So, damit so. War es aber auch schon mit Runde 2. Jetzt geht in Pokal Runde 1. Okay, machen wir das als Abschluss mit? Oder bist du nächstes Mal sauber? Wir können noch Abschlussmatch machen. Okay. Wer nimmt Spiel Nummer 1 AC Milan gegen Lechia Danzig? AC Milan gegen Lechia Danzig. Gut, AC Milan kennen wir schon. Die quasi müssen antreten in dieser ersten Runde. Lechia Danzig wird in Runde 4 einsteigen in die Liga. Vielleicht kann ich da auch sogar ein bisschen spoilern schon. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja, weil ich ein Trottel bin. Na, kann ich. Ja. Lechia Danzig hat die ersten zwei Runden mal spielfrei. Dann. Gut, dann kann ich nichts sagen, dass ich gleich in der Runde einspiele. Gegen wen? Kann ich nicht sagen. Dann mal guter Fehlpass. Wenn schon nicht in der Liga, dann im Pokal. Ibrahimovic mit dem 1:0. Ach, spiel nicht mal Lächeln dann eigentlich auch? Scheiße. Oder auch nicht. Noch nicht in Kader geschafft. Das geht so einfach hier. Bei ihm 2:0. Ah, oh ja, seht ihr. Ich seht ihr. Achso, du lässt ihn gar nicht von Anfang an spielen. Nein. Zwei verunsichert. Man muss sich alles verdienen. Sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich spielt er dann eh. Kupiki, geh hin. Zwolinski müsstest du aber kennen noch. Zwolinski, nein. Nein? Nein. Schön. Hi Dari!
Einer, der maßgeblich am Ligatitel beteiligt war von Lechia Danzig. Ja, vielleicht auch jetzt wieder am Ligatitel dann. Ja, einfach schlecht gestartet, viele Fehler gehabt, aber vielleicht fangen sie sich da jetzt. Weil ich zu viel Angst gehabt vom großen Milan. Aber wir haben ja gesehen, Milan auch in der ersten Liga noch nicht so ganz da. Ja, gut. Erkannt da. Schwerer Fehler. Welcher ist jetzt aufgewacht? Ah, schade. Oder? Ja? Nein, noch voll. Ich muss sagen, schade, dass ein paar Leistungsträger weg sind. Gegenüber FIFA 21. Spielen wir woanders oder ganz weg? Woanders. Boah. Alter. Leo! Macht das hier wunderschön! Und stoppt kurz die Lächer dann, falls er. Weiter. Ja, mit zu vielen individuellen Fehlern. Was? Alter. Oh, da ist da alles drinnen. Alles, was von irgendwie weit kommt, Alter. Nicht jemand dazwischen.
Aber viel Auswahl hatte ich nicht. Eigentlich passt das so. So machen. So. Einen Wechsel gibt es. Fanggeber betritt das Feld. Alter. Ja, nicht mehr attackiert. Messias aus Ibrahimovic. Ja, ich glaube, die können sich auf die Meisterschaft konzentrieren. Ja, hinten zu viel für den Offensiv finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hinten einfach zu viele Fehler. Alter. Was? Nicht immer ein Pressball darf man machen gegen einen Star, oder? Ja, Milan feiert jetzt auf jeden Fall den ersten Pflichtsieg. Debakel. Ja, Unterschied erste Liga, zweite Liga. Das ist erste Liga, Regionalliga, Alter. Alter. Das sind nur zu viele Eigenfehler, das ist jetzt gar nicht so vom Spiel her, glaube ich. Siehst du, wieder ein Fehlpass quasi, oder was das steht dann? Ja, aber so oft, Alter. Eigentlich wollte Fang immer noch was zeigen, außer ein Abstoß. Spiele schon? Ja. Seit dem Wechsel. Seitdem geht auch nichts mehr nach vorne. Alter.
Ja, es geht ja bis jetzt nichts mehr davor. Ist aber nicht seine Schuld. Ja, eh nicht, was habe ich nicht gesagt? Ja, die Partie ist Arsch mit dem Fehler. Oder ist er? Da war er. Wann darf er jubeln? Das ist die Frage. Ja, schon spannend. Dann spüren wir wieder. Ja. Dann wieder Seite. Na, Alter. Ja, Brian, der darf sich auf jeden Fall freuen. Ein drittes Pokaltor. Ja, dachte, das geht sich nicht mehr aus, dass der Ball mir abgenommen wird. Das ist natürlich auch die Frage, kann ein Zweitligateam dann auch im Pokal überraschen? Also mal bis ins Achtelfinale, glaube ich, Eine Sensation. Wäre schon mal ein großer Erfolg. Das heißt, hat man dann schon zwei Runden mal überspielt. Spül die, Alter. Ich hätte so gelacht, wenn der vorbeigegangen wäre. Ist aber nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Er ist drin. Er ist drin. Aber ja, sehr, sehr noch ausbaufähig die Mannschaft. Na, wie du sagst, können sie sich jetzt voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Miller darf jetzt einmal jubeln. Vielleicht auch ja. Gut jetzt für die Meisterschaft, Miller da jetzt mit dem mit ersten breiter Sieg. Brust.
Na gut, aber das war's jetzt. Jo, leider. Leider. Auch für diese Woche nämlich, Flo, bevor du fragst. Aber nächste Woche starten wir wieder durch. Habe ich hier geschrieben. Okay, passt. Na gut, dann danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Macht's es gut. Bis dann. Ciao und Baba. Ciao. Ciao. Was sagt Alex, er soll sich mehr Zeit nehmen? Na leiwand. Gut, ich habe ja auch ein bisschen was vor. Bin ja am Sonntag auch von einem Konzert zum Beispiel. Du, provozier ein bisschen mehr, dann bist du eh ein Spiel draußen. Dann kannst du mehr FIFA zocken. Alex. Provozier mehr, der Schiedsrichter. Dann kannst du mehr FIFA zocken. Na gut, kann ich dann eh ab nächste Woche. Das Wochenende ist das letzte Spiel. Ah, und dann ist Pause. Mhm. Aber ja. Die letzten Wochen warst du schuld, ja, möchte ich sagen, weil in der letzten Woche hatte ich kein Training. Ja, stimmt. Da war ich schuld auch. Stimmt. Wir bleiben uns nicht schuldig, Flo. Achso, ich bin eh schon offen gegangen mit dem Stream. Ah nein, doch nicht. Lost. Na gut, dann danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, Baba.